Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Inclement Emerald. Beim letzten Mal sind wir hier in Fausthafen angekommen, haben den ersten Orden gemacht, haben unsere ersten Pokémon verloren. Das ist hier aktuell unser Team. Ich gehe einfach mal im Schnelldurchlauf hier einfach mal durch. Wir wollen heute einiges machen. Ja, wir haben hier ist ja nicht so ein Scheißpreisschild dran. Haben wir in Fausthafen einiges zu tun. Nicht wundern, das ist hier so hell, weil draußen komplett die Sonne bei mir reinscheint. Und ich habe zwar so ein Vorhang-Scheiße, aber ja, hilft super. Genau, wir haben einiges zu tun hier. Wir können hier unzählig Pokémon fangen. Einmal in Fausthafen selbst, da können wir angeln. Warte mal, oder geht das, wenn ich jetzt zum Beispiel noch hier nach links gehe? Ist dann schon was anderes, ne? Genau, der Meadow ist hier. Okay, dann können wir hier erstmal angeln. Und ich würde sagen, wir angeln hier auch direkt erstmal als erstes. Als, ja, erste Voraussetzung quasi, dass wir hier angeln. Back und holen uns die Angel raus. Da ist sie. Können wir direkt mal registern. Auf Select. Und angeln zu uns hier ein schönes neues Wasser-Pokémon. Ich habe eine Hoffnung, ein besonderes Pokémon zu kriegen, was ich sehr gerne mag hier. Ich weiß nicht, ob es das hier im Spiel gibt. Alter, übelster Voice Crack. Ich weiß nicht, ob das hier im Spiel gibt. Du bist es definitiv nicht. Aber ich nehme dich trotzdem mit, da du potenziell sogar hier auf dem Cut, ist ja nicht sehr effektiv, Psychoattacken kannst für den Orden. Denn wir haben tatsächlich Stand jetzt noch nicht viel gegen Orden Nummer 2. Und das ist, kritisch, weil der erste Orden war schon nicht leicht. Und wir hatten, du kannst schon mal recover, das finde ich gut. Und wir hatten eigentlich schon gute Sachen gegen den ersten Orden. Aber naja. Gut, dann können wir auch hier nochmal eine Runde angeln. Auf Foto 107. Ist nicht normalerweise ein Item immer gewesen, oder bin ich dumm? Kann das sein, dass es in den Remakes war, dass es hier ein Item gab. Aber naja, dann, vielleicht einfach schnell was anbeißen, bitte. Würde ich sehr begrüßen. Irgendwie hat das gar keinen Bock. The fuck? Come on. Na los. Na los. Du willst es doch auch. Yes. Und wir haben uns ein. Ja. Ein Finion geangelt. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Dann lass uns auf Foto 106 noch ein Pokémon fangen. Dann lass uns auf Foto 6 erstmal den anderen klatschen und dann uns ein Pokémon fangen. Na gut. Wenn du es. Wenn du es halt willst, Angler, dann machen wir es halt so. Ja, nett. Staryu, guck mal, den haben wir doch eben gerade auch gehabt. Den machen wir jetzt einfach schnell weg hier. Razor Leaf, komm, ab, geh weg. Geh wieder, Abflug, geh wieder aufs Wasser, geh ins Wasser. Die braucht hier keiner. So, weg mit dem. Und was kommt noch ein? Fisherman. Ach, guck mal. Weißt du, er hat denselben Schicksal wie mich. Weißt du, er hat auch zwei Pokémon und er hat einfach die beiden gefangen, die ich auch gefangen habe. Mein herzliches Beileid. Beide wanted. Weg jetzt, los. Geh mir aus den Augen, Fischer. Kannst weiter deine schöne Fischopfersaft angeln. Razorwind? Klingensturm ist das. Brauchst du jetzt nicht. Finde ich komisch, dass du das jetzt lernen willst. Ha, sag ich Level 15, sehr schön. Takedown, ja. Nehmen wir mal mit für Double Slap. Ich würde sowas finden wie Rückkehr auf dem. Wenn wir das irgendwie kriegen könnten. Aber naja. So, geh jetzt, ne? I'm lost. Ne, du bist lost. Ja, ich weiß, dass du lost bist. Okay, hier können wir nicht sprinten. Unser Encounter für Route 106 ist ein. Oh. Oh. Der ist, glaube ich, mega interessant. Weil der wahrscheinlich ordentlich gebufft wird in dem Game. Den freue ich mich irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich freue mich auf den. Da ich ja jetzt auch Dream Ball habe, ne? Ich schaue mir mal eben an, ob der irgendeine coole versteckte Fähigkeit hier hat. Der ist ja Gen 4. Ob der irgendwas cooles hat. Also gebufft wurde der auf jeden Fall. 20 mehr Spez Attack und 10 mehr Spez Attack und 10 mehr Spezialangriff und 10 mehr Speed hat er jetzt. Okay, ich habe ein bisschen mehr gehofft. Ja, dann brauchen wir auch keinen Dream Ball für den. Und der möchte Bubble Beam lernen, sehr schön.
Weil mehr möchte Bubble Beam lernen. Gut, dann haben wir Plaudergeier. Das können wir uns noch hier in der Höhle ein Pokémon fangen. Ich packe mal jetzt einfach mal den Enderman da vorne. Können wir hier in der Höhle noch ein Pokémon fangen? In der... Ich weiß gar nicht, wie die Granithöhle einfach... Ich glaube, Granithöhle heißt die einfach. Und zwar ein... Ein Milzer! Der ist ja immer mega geil. Auch da schaue ich nochmal nach wegen Fähigkeit. Was hat denn der als versteckte Fähigkeit nochmal? Okay, gebufft wurde der nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn der einen Buff bekommen hätte. Was hat denn der nochmal für eine Fähigkeit? Ich schaue gerade mal ganz kurz nach. Milzer hat als versteckte Fähigkeit Anspannung. Er kann halt Rivalität oder Überbrückung haben. Da hoffe ich ja eher auf Überbrückung. Aber an sich ein gutes Pokémon. Da habe ich hier... Ach nee, das war ja das mit dem Dings, ne? Aber hat er hier irgendwelche... Gift jetzt? Schade. Okay, schauen wir mal schon mal unsere Pokémon an, die wir jetzt hier alle gefangen haben. Also, wir haben zum einen Stern. Du hast Stern, du irgendwelche Buffs gehabt. Ich meine nicht. Wo ist er? Wenn er hier nicht ist, dann hat er auch keine Buffs. Anscheinend hat Stern du nix bekommen. Calm Nature ist gut. Attacken sind ausbaufähig. Finion. Also Finion, gehe ich mal stark davon aus, dass er irgendwas bekommen hat. Wenn der nichts bekommen hat, dann raste ich aus. Ja, der hat 40 mehr, also die Weiterentwicklung hat 40 mehr Spezialangriff bekommen. Und kann jetzt Air Slash, Sheeto Pump, River Dance, Dazzling Gleam, Energy Ball. Also dritte Fähigkeit Dazzling. Okay. Wir haben Storm Drain, ist eigentlich ganz gut. Swift sind wir die andere Fähigkeit gewesen. Ja, aber die habe ich schon geschaut. Du hast auf jeden Fall, ja. Du hast gute DVs auf jeden Fall, mein kleines Chat-Dude. Und du kannst Pack, Grow, Mirror Move und Sing. Ja, da kommt noch was. Und du hast Mode Breaker, immerhin. Nicht Dings. Du hast ein Brave Nature, ist auch okay. Du hast... leider nur 12 Attack, aber naja. Und du kannst Dragon Rage, ich bin froh, dass er sich eingesetzt hat. Slash, Dragon Rage und Assurance. Ja, ist jetzt okay für den Orden, aber jetzt auch nicht so, wo ich sage, da ist das See, da sehe ich mich. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt hier links, was auch immer das hier ist, im Defeat-Dings, noch ein Pokémon fangen. Und was gut ist für die Arena. Ja, prinzipiell ist das gut für die Arena. Das Problem ist nur, das ist halt nur ein Flabébé, ne? Also das Ding ist halt nicht stark. Aber ich nehm's mit. So, da brauchen wir das Fahrrad. Hier ist jetzt dieses Item. Das sieht man. Red Nectar. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier alles ist. Da liegt wieder ein Megastein. Potenziell. Noch ein Flabébé, ja. Level 16. Warum ist man so Level 13? F. Was liegt denn hier so schönes? Butterfree Knight. Smetbo? Du hast gar keine Mega-Entwicklung. Oh, da wird das dann zu Gigas Metbo. Fairy Gem. Zum Glück kann man hier die Items sehen, wo die versteckt sind. Okay, da ist nichts. Hier ist noch was. Grass Gem, da ist noch eine TM. Da geht's noch irgendwo rein. Hey, wer sind wir? Snarl, also Standpauke noch gefunden. Once the sea captains escape, now home only to Pokémon. Das ist eine neue Route. Ja. Auch unser Blitz hier drin. Aber hier gibt's Pokémon. Und zwar ein... Ach du Scheiße. Ja. Ich bin nicht überzeugt. Gibt's bestimmt so coole Pokémon und ich krieg einen scheiß Radfratz. Das kannst du halt auch wieder keinem erzählen. Was kriege ich jetzt? Ja, guck mal, Hutu wäre ja achtmal geiler für die Arena gewesen. Und ich bekomme Radfratz. Das ist doch einfach schon wieder scheiße.
glaube, das zweite Horn ist tatsächlich unser Nemesis. Ja. Toll. Alles besser als das beschissene Radfatz. Liegt immer noch TM 100 Curse. Mhm. Nebulak Pantimimi habe ich auch noch gesehen. Lichte gibt's hier auch noch. Cool. Und Megastein. Banette Need. Ja, cool. Finde ich alles sehr super. Ohne Bottle Cap. Cool. Danke. Danke, Spiel. Gut, dann schauen wir uns unsere Pokémon mal an. Flabébé. Ich gucke mal, ob der irgendwas bekommen hat. Ja, Florges hat einen neuen Fähigkeit bekommen. Flaurail, Links oder Missy Search. Okay. Hast ein neutrales Wesen. Okay, du bist unser MVP für die Arena und das zeige ich zu einem fucking Flabébé mit 15 Def. Na gut, und Radfratz, was hast du? Du hast Runaway. Also wenn du gebufft, nicht gebufft wirst, dann bist du absolut shit. Du wurdest echt nicht gebufft, oder? Ich kotze, du wirst ja gar nicht gebufft. Radika wurde gebufft. 20 mehr Attack und 20 mehr Speed. Na, 15 mehr Speed. Ne, 5 mehr Speed. Und es wird zu der Fähigkeit Strong Yaw. Was ist denn Strong Yaw? Gibt es hier auch neue Fähigkeiten? Davon habe ich noch nie gehört, von der Fähigkeit. Einfach strong. Ja, was ist das für eine Fähigkeit? Das ist eine neue Fähigkeit, ne? Es gibt ja auch neue Fähigkeiten in dem Spiel. Das ist interessant. Ja, aber nichts für die Arena, ne? Nichts für die Arena. Die Frage ist, bist du jetzt schon in die Arena? Die Frage ist auch, was überhaupt Level Cap? Was ist überhaupt Level Cap? Ich glaube, wir gehen erstmal hier rein und kriegen ja jetzt noch zur Trümmerer von dem. Ne, Blitz kriegen wir von denen, ne? Aber ich glaube, Blitz können wir erst nach der zweiten Arena einsetzen, oder? Oh, muss ich jetzt schon in die Arena gehen? Also, ich muss jetzt mal meine Pokémon leveln und jetzt mal schauen, was ich auch mitnehme für die Arena. Ja, ich brauche den Arena-Orden. Boah, scheiße, ey. Hallo, Zubat, ich hätte ich auch lieben gern gehabt. So, Steve, ich gebe dir mal meinen Brief und dann muss ich schauen, was ich mit der Arena jetzt mache, ne? Das ist nicht schön. Wir kriegen Steelwing. Cool. Wir haben noch eine andere TM bekommen. Die habe ich jetzt, ich weiß auch gar nicht, was es war. Ich habe es einfach nur angenommen. Die andere TM war eigentlich für Megasteine wild. 31. Brick Break haben wir noch bekommen. Okay. Na gut. Nutzt da mal ein Fluchtseil. Ich habe ja auch immer noch Fluchtseil gehabt, das weiß ich noch. Hatte ich nicht ein Fluchtseil gehabt? Oh, das ist hier. Geil. Das heißt, ich kann jetzt immer wieder benutzen. Das finde ich gut. Warte, was? Hey Champ to be, Brawly the Gym Leader Hero went to Slateport City and hasn't returned. Ah, das hat aber, das heißt, wir müssen noch gar nicht gegen den Bro kämpfen, sondern können jetzt erstmal weitergehen. Das heißt, wir. Okay. Ja. I like that. Ja. Dann würde ich sagen, ich baue mal mein Team ein bisschen um. Und zwar, so ein Radfatz jetzt schon im Game zu haben, also ein Radikal, weil der sich auch bald entwickelt, ne? Der Hase. Aber ich möchte einen meiner, ich möchte, glaube ich, Weim erstmal rausnehmen. Und Flabébé mit reinnehmen. Und dann so weitermachen. Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Hast du noch irgendwas Neues? Ah, ich war schon bei dir, ne? Das heißt, ich muss jetzt erst wirklich weitermachen. Okay. Dann gehen wir zur nächsten City. Hi. Slateport City. Sankabu? Oh, ein Sankabu kriegen wir jetzt an Counter.
Das ist nämlich eine neue Route. Den nehme ich super gerne mit. Geil, ich mag den. So, bevor wir die ganzen Kämpfe hier machen, ich möchte erstmal nach oben gehen. Und mich heilen. Ah. Hey, Bro. Kannst du wieder in deine Arena zurückgehen? Go head back to the gym. You better be ready to make a splash. Ja, super. Der wird mich so auseinandernehmen. Gibt's denn hier irgendwas Cooles? Hier gibt's absolut nur denselben Schmutz. Oh. Oh, hier gibt's die ganzen Stones. Habe ich ein Pokémon, was ich einen Stein braucht? Könnte ich mir jetzt nicht einen Zapplerang machen, weil ich habe gesehen, dass sich Zapladin auf Level 20 schon entwickelt. Könnte ich mir jetzt nicht einen Zapplerang machen? Das wäre ja wirklich geisteskrank. Schauen wir uns erstmal noch unser schönes Sankabu an. Und nochmal schauen, ob ich auch ein, ich könnte noch ein Starmie machen. Das ist nice. Starmie ist nice. So, Sankabu. Du hast ein Jolly Nature. Das ist auch nicht so geil. Jolly ist auch nicht so cool. Hast du dann einen Buff bekommen? Kolossant. Hat 10 Spezial. 10 Death mehr und 10 Spezial Death mehr. Okay. Und du hast Water Complication. Water Boosts Defense. Alter, das heißt, du hast eine Wasserimmunität. I like that. Ist auch nicht schlecht für die Arena. Doch, ja. Finde ich gut. Dann schaue ich mich mal hier so ein bisschen um, ob es irgendwas Cooles gibt. Ich kann mal hier nochmal schauen. Und zwar, hast du irgendwas Neues? Nein, hast du nicht. Okay. Ich rede hier mal mit dem Best, mit dem Typen hier. Also mit den ganzen Leuten. Oh, wir haben hier TMs, die man kaufen kann. Fires a Beam of Electric. Das ist Ladestrahl. Recycles a used health item for one more use. Keine Ahnung. A weak shot of electricity that police the force. A weak shot. Ah, das ist Nuzzle. Bangrubbler. User storms down to the ground. Low speed. Das ist Dampfwalze. Knocks the foe away to end the battle. Drachenrute. Takes the force legs, lowering its speeds. Fußtritt. Oder Fußkick. Ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall das hier. Und ich bin auch bei Dampfwalze. Nice. Schon mal gute TMs. Was habt ihr hier so? Habt ihr irgendwas Besonderes? Um Gottes Willen. Und? Achso, okay. Oh. Und da unten ein Negerstein. Alexid, Junge. Alexam. Geil. Oh, hier können wir die ganzen Dinger hier kaufen für IVs. Oh, wait a minute. Da muss ich aber nochmal einige Sachen verkaufen. Kann ich mir auch was verkaufen? Shell, ja, kann ich. So. Eins. Das ist für Tech. Boost XP Jane for weaker Pokémon. Oh. 2, 3, 4, 5 und das 6 muss ich mir noch kaufen. Das HP ist das. Okay, gut zu wissen. Nice. Ich glaube, auf IV trainieren macht auch viel Sinn. Was mich jetzt mal interessiert, und zwar, ich kann hier noch angeln, also noch ein Pokémon angeln. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch jetzt noch. Und unser Encounter ist ein Seeper. Okay. Ist okay. Können wir auch schon nach oben auf die Route und hier noch ein Pokémon fangen? Ja, können wir. Dann holen wir uns hier auch noch ein Pokémon. Auf Route 110 ein Fritzewitz. Okay. So, dann schauen wir uns nochmal Horsier und Fritzewitz an. Seeper ist ja Gen 1. Hat der was bekommen? Soll ich den erstmal wieder suchen?
Scheint nicht. Hat Zetra King was bekommen? Hat jetzt eine neue Ability bekommen. Und eine Mega? Hat eine Mega bekommen? Lol. Oder ist das ein Fehler? Keine Ahnung. Gentle Nature ist, naja, ist okay. Schatten sind auch okay. Und Frizzeblitz, der hat auf jeden Fall eine Mega, das weiß ich. Mega, normales Jolt, Manatrick hat 20 mehr Spezialattack bekommen. Okay. Die Mega hat in beiden Death-Werten noch 10 extra bekommen. Möchte ich noch was ändern? Aktuell. Wir haben jetzt noch ein paar Trainer da unten zu klatschen. Ich würde sagen, ich trainiere erstmal meine Pokémon noch ein bisschen. Bevor ich hier irgendwas anderes mache. Also gerade meinen Flabébé und so ein Shit. Und dann klatschen wir da unten noch die Trainer. Hoffen wir, dass wir dann genug Geld haben. Sodass wir, noch ein paar Sachen hier kaufen können. Deswegen, ich trainiere kurz wieder und dann sehen wir uns gleich. Okay, meine Freunde. Ich habe jetzt einige Sachen hier rausgefunden. Und zwar, diese ganzen Macht-Items verstärken diese EVs ultra schnell und ultra stark. Wir haben jetzt hier schon 252 auf Attack. Und ich habe nicht so viel gemacht. Hier haben wir auch schon 250 auf Speed und sowas. Ich habe überall schon mal ein bisschen was gemacht. Ich werde das auf jeden Fall auch nach dem Party bei den anderen Pokémon auf der Box komplett so machen. Genau, das ist unser aktuelles Team. Ich habe alle mindestens noch Level 20 gemacht. Level Cap scheint wohl 22 zu sein. Wobei der auch noch ein bisschen weiter leveln kann. Ich weiß nicht, was Level Cap ist. Ich werde es dann herausfinden und dann zur nächsten Folge hin. Unser Hart hat sich entwickelt und ja. Kann jetzt Double Kick. Gengar ist noch am Start. Du bist noch am Start. Du bist am Start. Flirt hat sich entwickelt und kann das Draining Kiss, was eine 75er Stärke hier hat. Was übelst nice ist. Und natürlich auch Wish, was auch super nice ist. Zorak ist dabei und das, ja, war's dann. Würde auch gerne mit dem Hasen liegen. Also diese Macht-Items sind sehr, 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 sehr nice. Also das würde uns auf jeden Fall noch eine Menge Spaß machen. Ich würde gerne auch die ganzen Trainer hier klatschen, um die Erfahrung und vor allem das Geld noch mitzunehmen. Denn das Geld wird sehr wichtig werden, auch wenn die, glaube ich, alle Level 22? Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, also wenn das jetzt irgendwie Schaden gemacht hätte. Puh. Ich weiß nicht, ob ich hier schon sein soll. Weil die haben echt schon Level 22 Pokémon. Ich dachte halt, wenn man hier schon hin kann, dass man halt hier auch schon hin soll. Da die hier alle eher Wasser-Pokémon haben, würde ich sagen, packen wir einfach mal Mr. Eiche und Flabby nach vorne. Und dann wollen wir mal schauen, was... Ach, ein Doppelkampf, ne? Ich habe die andere gar nicht erst gesehen. Also ich weiß, dass die Doppelkämpfe sind, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass das hier einer ist. Azurill und Marion. Okay, Level 19 und 20. Das ist doch schon nochmal eher unser Level. Das Gift-Pokémon, da ist das Problem. Razor Leaven. Und Draining Kiss das Azurill, I guess. Wie viel macht so ein Razor Leaf? Boah, gar nichts, Alter. Ah, Poison Sting kommt da. Natürlich sehr aktiv, aber ich kriege keine Poison. Draining Kissen, das Azurill. Könnte reichen. Yes. Ich glaube, Fred ist echt ein gutes Pokémon. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass es ein gutes Pokémon ist. Was kommt da jetzt rein? Spiel. Mhm. Ich würde sagen, wir machen es selber einfach nochmal. Dann haben wir die rechte Seite schon mal weg. Pack von dem, ja, das juckt mich ja weniger. Die sind schneller, das ist auch schon mal wichtig. Das heißt, das Ding ist weg. Das Ding ist weg. Sehr gut. Ja, jetzt können wir nur noch hier Razor leaven und... Ja. Das war's dann mit dem. Wobei, der hat noch ein Pokémon, also... Ja, gut. Was kommt der jetzt? Okay, Level 3 Cap ist doch nicht 22, weil ich jetzt auf 23 schon. Pamper. Ja gut, das sollte immer machbar sein. Und eine Zoom-Lens, sagt er gerade. Kann ich mir nicht irgendwo hier heilen? Ich glaube, hier kann man sich nirgends heilen, ne? Eine Zoom-Lens, sagt er noch auf jeden Fall. Gut, auch das zu haben.
Gut, dann machen wir mal hier dieses Strandhaus, wo wir als Belohnung hier eigentlich diesen Stardust da bekommen. Mr. Eiche macht hier aber einen guten Job, muss ich sagen. Okay, levelt immer noch weiter. Gucken wir mal, was Level Gap ist. Makuhita kommt rein. Warte mal, warum bleibe ich drin? Ich bin komplett behindert. Das Ding kann doch Kampfattacken. Ich bin auch nicht Pokémon. Ja, das wird Aua machen. Ich bin so dämlich. Oh Gott. Guck mal, ich bin bestraft in dem Fall. Ja, doch, das muss reichen. Wenn nicht, überleben wir noch ein Dings durch das Heilen. Das war's mit Makuhita. Und das letzte Pokémon ist Tentacool. Da wechseln wir aus. Auf dem Boden. Der sollte das gut machen können. Und dann sollte das hier auch geschafft sein. Also ein Hurdy ist jetzt schon super scary mit Takedowns. Dab Takedown. Ach du Scheiße, war das viel Schaden. Ach du Scheiße, war das viel Schaden. Okay. Genau, auf André, der hat nämlich vollkommen physische Death bekommen von mir. Wie viel macht das jetzt? Boah, immer noch guten Schaden, ne? Das sind 20 KP. Ich krieg nämlich einfach jetzt schon fast wieder raus. Aber mit Leech Seed ist das auf jeden Fall ganz gut gelöst. Genau. Was zum Teufel? Warum kann das Surfer? Fragen über Fragen. Das ist einfach mit Hör dir. Dass da jetzt Surfer kommt, war jetzt sehr unerwartet. Ich könnte auch fucking Mr. Eich entwickeln, ne? Das merke ich gerade mit dem Blattstein. Paint Attack, ey. Ich habe, glaube ich, Wachstum nicht einmal eingesetzt. Deswegen gehen wir mal auf Paint Attack. Was kommt da jetzt rein? Ein Kanimani. Da wechseln wir natürlich wieder aus. Wir können auf Boote gehen. Und ich habe Kanimani, sollte jetzt auch nicht das gefährlichste Pokémon sein. Übrigens, Mr. Boot hat jetzt Erdkater gelernt. Für die spezielle Art. Ich habe das deutsch stärker als Aeros. Aeros hat er zwar immer noch, aber es hat auch Erdkater. Wieder Animation auf jeden Fall. Und direkt ein Critical Hit, das will ich auch sehen. Nice, dann einmal Quick Attack und dann ist der Junge auch besiegt. Oh, perfekt. Dann nochmal Quick Attack. Tschüss. So, ich habe alle besiegt. Gib mir meine Belohnung. Soda Pops. Na gut, nehme ich mit. Der nächste Kampf, da bin ich jetzt ungünstig reingelaufen. Slowpoke und Meryl, die beiden Dinger hier. Gut, wir können Air Cuttern und ich habe Angst, dass das Ding irgendwie die Fähigkeit hat, die ich denke, die es haben könnte, und zwar Kraftgeloss. Deswegen frage ich mal, dass Meryl, okay, das geht nur auf den Defense Curl. Ist, I guess, auch besser so. Ich habe das stärker gelevelt. Das heißt, der rechte hat auch nur 2 Pokémon und der linke hat, glaube ich, 3 Pokémon gehabt. Boah, das macht echt guten Schaden, Alter. Geil. Da kommt Jordan. Na gut. Nicht so geil. Liberal kommt da rein. Ach, Kacke. Ja, hier muss ich jetzt eh raus. Muss halt wieder auf Mr. Eichel rausgehen, ne? Das ist halt so wie es so ist. Und die Draining-Kiste ich weiterhin das Beaveril. Also die rechte Seite, vor allem weil es jetzt auch weiter geht. Finde ich gar nicht so geil. Muah. Boah. Guter Schaden. Wieder auf Jorn, diesmal auf den anderen Slot. Aber jetzt tun wir mit Rasierbart vielleicht sogar einen Double Kill. Wobei ich weiß nicht, ob er mit Rasierbart den linken Slot killt. Deswegen helfe ich da nochmal mit einer Wine Whip nach. Habibur sollte fallen, ja, so ist es. Er ist weg. Und ja, siehst du, der wird mit meinem KP. Besser ist es. Rote auf 23, sehr schön. Mir ist eigentlich schon auf 25. Ja, ich habe halt keine Ahnung, wie hoch das Level Cap Ding ist. Der ist weg. Gut, Flabby schläft jetzt, ist okay. Ist jetzt auch noch eine Seite da. Was kommt da jetzt rein?
Gut, ich denke mal, dass es trotz 2 vs 1 easy sein wird, aber das Charavir muss ich natürlich jetzt wieder beide, wobei zumindest den hier muss ich auswechseln. Ja, ich denke, das wird glaube ich, kein Problem mehr hier werden. So, ich habe jetzt alle Trainer geklatscht. Wie viel Geld haben wir? Ich weiß es nicht. Ah, perfekt. 8000 habe ich gerade, glaube ich, richtig gesehen. Ich brauche auf jeden Fall einen Waterstone. Ich kann mir zwei Steine kaufen, das ist nicht gut. Lee Sin brauche ich aktuell nicht. Ich möchte mir den Thunderstone, glaube ich, mitnehmen. Ich glaube, das... Nein, jetzt habe ich auf Nein geklickt. Ich glaube, das reicht erstmal. Denn dann können wir uns... Könnte ich... Also, ich habe nämlich gesehen, dass ich... Der Zapplerfisch da auf Level 20 entwickelt. Und wenn er dann immer noch weiter mit dem Donnerschein sich entwickelt, dann wäre das schon nice. Das heißt, wir machen in der nächsten Folge die Arena. Und ich baue zum nächsten Mal auf jeden Fall das Team um. Ich werde jetzt auf jeden Fall ausgehen und eine Menge trainieren. Ich weiß halt immer nicht, was Level Cap ist. Aber das finde ich dann schon ausgehend heraus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung, über ein Like und ein Abo freuen. Ja, lasst weiterhin Support hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Inkling mit Emerald. Wir machen Ohren 2. Bis dann und ciao!